Ich habe heute eine große Ankündigung. Wir von der GameStar, wir verzichten ab sofort auf Lootboxen und lassen uns dafür feiern. So wie sich die Games-Branche 2018 dafür feiern lässt, dass sie keine Lootboxen mehr verwendet. Das war zumindest mein Eindruck auf der E3. Dimi hat auch so einen Eindruck gewonnen, nämlich, dass die Games-Branche erst mit diesen Lootboxen angefangen hat, mit Mikrotransaktionen, und jetzt, wo sie merken, dass das alles nicht so richtig funktioniert, wieder zurückrudert und sich dafür feiern lässt, aber diese Kehrtwende, diese Publisher-Kehrtwende ist ja gar keine, sondern eigentlich ist das nur ein PR-Trick. Sagst du, Dimi, erklär doch mal, was meinst du damit? Ja, also in einem größeren Kontext, wir wollen ja nicht zu viel über die Vergangenheit reden, und die E3 ist ja schon Jahrhunderte her, ja. Aber trotzdem, ich finde das ganz generell immer lustig auf diesen Pressekonferenzen. Das ist ein Trend, der setzt sich immer weiter fort, je größer die Shitstorms werden in unserem modernen Reddit-Zeitalter, dass eben in den öffentlichen Stellungnahmen Dinge, der Publisher sich für Dinge feiern lassen, die sie abgeschafft haben, die vor ein paar Jahren noch der absolute Bringer waren. Ja? Auch in Activision hat sich total feiern lassen dafür, dass sie jetzt ihre Thrust-Jumps und ihre Wall-Runs und so weiter abgeschafft haben in den aktuellen Call of Duties. Und vor ein paar Jahren hieß es noch auf der Call of Duty XP, Wall-Runs, das ist das beste Movement, das ihr je haben werdet. Und das ist der beste Kram. Und alle, die erzählen, dass es wie früher besser ist, die liegen falsch. Ja? Und jetzt plötzlich ist Oldschool doch wieder in. Also das zum einen. Ich finde es bemerkenswert, wie eben die Sünden der Vergangenheit genutzt werden, um Momentum für die Gegenwart zu kreieren. Und ganz ähnlich ist es eben auch bei den Lootboxen gewesen. Plötzlich heißt es, ja, wir machen ab jetzt keine Lootboxen mehr. Wir machen selbst in Star Wars Battlefront, ja, das ja der Prototyp dieses ganzen Fiaskos ist, selbst da machen wir die Lootboxen raus. Wir bringen stattdessen einen Skinshop rein, und dann könnt ihr da irgendwie eure Sachen machen. Und da liegt halt, finde ich, der Hund begraben. Es ist dieser Impuls, der zu den Lootboxen geführt hat, der Wunsch, mit Mikrotransaktionen nach den Kunden, nach dem Kauf eines Spiels noch mal so ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber im Prinzip geht es ja darum, dass du halt nach wie vor Käufe tätigst in einem Spiel, das du schon gekauft hast. Dieser Impuls geht nicht weg, der transformiert sich nur. Und das sieht man eben sehr gut an einem Star Wars Battlefront 2. Und das sieht man eben auch jetzt, wo EA sagt, wir machen keine Lootboxen mehr, wir machen nur noch kosmetische Mikrotransaktionsshops. Etwas, das ein Rainbow Six Siege seit Release macht und seit Release extrem erfolgreich macht. Und jetzt sieht man, das ist eben das, wo die Community nicht abspringt, wo sie, das ist der Kompromiss, auf den sich die Spieler noch am ehesten einlassen. Natürlich gibt es dann Aufschrei bei Reddit bei solchen Sachen aus Prinzip, ja, aber der Durchschnitt der Spieler, die ganz breite Demografie, auch jenseits von Reddit ist ja nicht repräsentativ, findet das okay, dass es eben kosmetische Lootboxen gibt. Und auch wir werten ja für kosmetische Lootboxen nicht ab, weil sie so optional sind. Und das ist eben der Weg, den man jetzt einschlägt. Außer bei den Spielen, wo die Lootboxen Geld bringen, nämlich bei einem FIFA und bei einem Madden, wo Ultimate Team einfach ein sehr lukratives Geschäft ist. Und da wird das auch nach wie vor gemacht. Und ich finde, daran erkennt man ganz gut, dass dahinter eben Kalkül steckt. Und es geht mir jetzt auch nicht darum, gegen Publisher zu bashen, aber man sollte, finde ich, als Spieler, wenn man diese Präsentation sich anschaut, immer so eine gesunde Einordnung mitbringen oder zumindest versuchen, das Ganze in einen Kontext einzuordnen. Diese Entwicklungen der letzten Monate und Jahre, es ist nicht so, als hätten die Publisher jetzt gelernt, dass Lootboxen ganz böse sind und ab sofort ist das alles super toll, sondern es wird eben andere Wege geben, Monetarisierungsmodelle in Spielen einzubinden. Vielleicht umreißt du mal ganz kurz zwei historische Fakten. Du hast gerade über Battlefront 2 gesprochen. Du warst ja auch derjenige bei der GameStar, der dieses Spiel von Anfang bis zum vorzeitigen Ende, sage ich mal, vorbei ist es ja noch nicht, aber bis heute begleitest du ja dieses Spiel immer noch ein bisschen. Und du hast da die ganze Bandbreite von wir verkaufen die komplette Character Progression in Lootboxen bis hin zu wir haben gar keine Lootboxen mehr, wir wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Du hast das ja von Anfang bis jetzt begleitet. Für jemanden, der jetzt ein Jahr im Wachkoma lag und gar nicht weiß, worum es da geht. Was ist da genau passiert? Es war eben so, dass schon in Alpha-Zeiten bzw. in Beta-Zeiten, also vor Release von Battlefront 2, klar wurde, es wird in diesem Spiel Perks geben, also Upgrades für deine Soldatenklassen, sowas wie größerer Granatenradius oder so, solche Boosts, die deinen Charakter besser machen, die wird es geben und die werden in Lootboxen ausgeliefert. Das heißt, der Progress ist ein Stück weit, also so war es ursprünglich, dachte man, es wird nur ein Stück weit über den Zufall bestimmt, aber tatsächlich war unmittelbar vor Release, in der Release-Fassung ist so, dass, also in der quasi in der fertigen Fassung ist so, dass
so, also der absolute Großteil der Progression im Spiel über diese Lootboxen funktioniert, die du dir kaufen musst, die eben zufällig irgendwelche Upgrades und Boni und so weiter enthalten. Und schon in, es gibt ja bei den EA-Spielen so, dass man diese Möglichkeit, das schon ein bisschen früher zu spielen, wenn man eben EA Access hat oder Origin Access hat, dass man da schon früher rankommt. Und ab diesem ersten Moment, als dieses Spiel spielbar war, ging das eben von Tag zu Tag immer heißer her, weil die Community das einfach nicht angenommen hat, weil sie es so bedeppert fanden, dass in einem Multiplayer-Shooter, wo es auf Skill ankommt, dass man da eben über Lootboxen, über den Zufall, über Dinger, die man für echt, natürlich auch für echtes Geld kaufen kann, dass man da seinen Fortschritt bekommt, weil es eben dann auch möglich ist, 100 Euro zu investieren und sich die Dinger einfach aus Kisten zu kaufen und dann den ganzen Progress, den du machen sollst, den Skill-Progress, den du ja auch brauchst, zu überspringen oder ihn eben gar nicht erst erlernen zu müssen, gar keinen Skill erlernen zu müssen, sondern einfach durch bessere Karten bessere Ergebnisse im Spiel zu erzielen. Dann haben sie halt erst angefangen, die höchsten Stufen dieser Karten, die kann man sich dann nur noch craften. Dann haben sie zum offiziellen Release des Spiels diesen ganzen Mikrotransaktionskram rausgeworfen. Es gab zwar noch Lootboxen, aber die konntest du dir nur durch Ingame-Währung kaufen. Und dann haben sie gesagt, wir wollen dieses Progressionssystem bearbeiten. Dann ist irgendwann dieses Jahr sind die Lootboxen rausgeflogen. Es gibt jetzt nur noch so eine Daily Lootbox, wo ein paar Credits drin sind. Stattdessen hast du ein Level-System, ganz klassisch, wie man das in Call of Duty kennt. Und jetzt haben sie aber wieder einen Mikrotransaktionsshop eingebaut für Skins. Für Skins, die man sich dann freischalten kann, wo du dann eben Han Solo in den jungen Han Solo verwandeln kannst aus dem aktuellen Film. Und das ist auch was, die verbleibende Battlefront-Community ist damit auch einigermaßen cool. Es ist auch wirklich was man so komplett ignorieren kann, also von daher in Ordnung. Aber ja, und an dieser Entwicklung sieht man eben sehr schön, was die Branche insgesamt, glaube ich, dann durchmachen musste auf Basis dieser Lootbox-Debatte und auf Basis dieser ganzen Glücksspiel-nationalen Ermittlungen, die es dann da gab, wo plötzlich die ganzen Augen wieder auf die Gaming-Branche gerichtet waren, immer dann, wenn sie halt gerade eigentlich nicht auf die Gaming-Branche gucken sollten, nämlich wenn sie sich von einem nicht ganz so tollen Licht zeigt. Ja. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch da mal vorspulen von Battlefront 2, von dieser eigenen, einzigen Thematik hin zu diesem größeren, bigger Picture. Es gab ja, so wie du das gerade gesagt hast, von einigen Landesbehörden gab es Ermittlungen, Untersuchungen gegen Spielepublisher. Und EA hat sich dann jetzt dieses Jahr erst vor ein paar Wochen auch mal dazu gemeldet, hat eine Stellungnahme abgegeben und gesagt, aus, vorbei, das machen wir nicht mehr, jetzt machen wir nur noch den guten Kram außer. Und jetzt, was ist denn da der aktuelle Stand? Ja, also der aktuelle Stand ist, dass sie eben nur noch kosmetische Lootboxen machen wollen, man muss einfach sagen, diese Glücksspielermittlungen, das ist natürlich jetzt erstmal nicht so, als würden hier dauerhaft Spiele irgendwie verboten werden in den großen Ländern. Also das hat jetzt keinen ultra krassen Impact auf die gesamte Gaming-Branche, aber das war halt eine sehr starke Signalwirkung, wenn plötzlich irgendwie nationale Gremien und Politiker und so weiter dir vorwerfen, dass du mit Glücksspiel Kindern das Geld aus der Tasche ziehst und sie dazu bringst, von ihren Eltern eben das Portemonnaie leer zu räumen. Das sind natürlich starke Vorwürfe und jetzt gerade im Moment geht man eben dahin zu sagen, ja, wir wollen da jetzt zeigen, dass wir uns gebessert haben. Stattdessen machen wir Battle Royale. Nee, aber auch das ist eben was. Du erkennst jetzt, es wird jetzt gesucht, in welchen Trend kann man jetzt gehen. Ich bin tatsächlich überrascht, dass auf der E3 sehr wenige Battle Royale-Sachen angekündigt wurden. Also ja nur ein Battlefield geht in Richtung Battle Royale, ein Call of Duty geht in Battle Royale-Richtung. Wo sie auch gesagt haben, auch da wieder, ja, ist es so, ihr habt das alle gewollt, jetzt geben wir euch Battle Royale. Und in Wahrheit ist es so, dass die eigentliche Aussage ist, ihr kauft das alle, weil ihr Battle Royale geil findet, also geben wir euch Battle Royale, ja, aber ich klinge da jetzt wieder ein bisschen zynisch, aber es ist nun mal so, ja, so funktionieren Trends. Und jetzt gerade ist eben der Trend, der jetzt aufgegriffen wird, ist, dass man das Season Pass Modell von früher über Bord wirft, weil man gemerkt hat, dass funktioniert nicht. Das ist einfach die Spielerbasis. Dieser Service-Game-Markt ist zu hart umkämpft, als dass du mit DLCs riskieren kannst, deine Playerbase zu spalten in Premium-Kunden und Casual-Kunden. Das hat bei Call of Duty sorgt das für Probleme, bei Battlefield 1 hat es für massive Probleme gesorgt, weil die DLC-Politik da auch sehr schwierig war, beziehungsweise man konnte sie sehr stark kritisieren, weil sie einfach zu lange gebraucht haben. Und da haben sie auch mit diesen Premium-Modellen und Premium with Friends und haben sie auch regelmäßig ermöglicht, dass du auch als Nicht-DLC-Käufer da rein kannst und so. Stattdessen gehen sie jetzt hin und sagen, wir machen alle Updates gratis. Und natürlich auch das wird wieder signalisiert als wir schenken euch Sachen. In Wahrheit ist es einfach die einzige Möglichkeit, wie du ein Service-Game in einer richtig großen Community am Leben erhalten kannst. Der Fortnite-Trend, dass du alle 2 Wochen Updates bringst, alle Inhalte für alle Spieler gratis rauskommen, abseits von Cosmetics, das ist eben das Modell, das funktioniert. Und da geht jetzt eben der Impuls hin. Und man schaut, wie kann man
mit dieser Basis Monetarisierungsmodelle einbauen, die funktionieren. Das sind eben die kosmetischen Transaktionen, kosmetische Upgrades, Itemskins, Waffenskins und so weiter, die jetzt nach der neuen EA-Policy das Einzige sind, was sie noch machen wollen, abseits von ihren Sportspielen. Ja, das hast du gerade schon sehr gut gesagt. Das wäre jetzt auch meine Hypothese gewesen, sodass die Lootbox an sich, also die Mikrotransaktion, die bleibt aber nicht so, wie sie jetzt ist. Das hast du jetzt auch schon gerade ein bisschen angesprochen. Jetzt nimmst du mir all die tollen Punkte weg, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Wir hätten uns vorher absprechen sollen. Wir hätten uns wirklich vorher absprechen sollen. Die du vorhin angesprochen hast, es gab ja all diese Trends. Es gab ja schon Trends früher, die DLC-Trends. Also das ist jetzt Season Pass, der DLC wurde abgelöst von einem Season Pass-Modell. Dann gab es den Always-On-Trend, der einen gnadenlosen Tod gestorben ist mit der Xbox One-Ankündigung und sogar schon vorher. All diese Dinge existieren heute ja noch. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Lootbox einfach tot wäre, dass es da eine Kehrtwende gibt, die uns die Publisher ja irgendwie dieses Jahr so vormachen wollen, sondern das ist nur so hurra-mäßig mit der Fahne vorne geschwungen und hintenrum gibt's das ja trotzdem noch. Wie wird denn dann der Gaming-Markt in Zukunft aussehen? Ja, also das ist genau, finde ich, auch eine spannende Entwicklung, was du da ansprichst, dass es eigentlich nichts Neues ist, dass solche Säue durchs Dorf getrieben werden, sondern es ist oft so, dass ein neuer, sehr lukrativer Markt in der Gaming-Branche erkannt wird und dann fährt man das Ding erstmal gegen die Wand, weil jeder sich draufstürzt und dann stapelt man extrem hoch und dann hat man plötzlich ein Spiel mit Dutzenden DLCs, mit irgendwelchen Vorbesteller-Editionen, wo die Pre-Order-Zahl entscheidet, welche DLCs es dann geben wird und so. Und da macht die Community halt. Da ist einfach Du bist ja ein Stück weit immer, wenn du ein Spiel rausbringst, musst du mit einem Shitstorm rechnen. Es wird immer Leute geben, die da keinen Bock drauf haben. Aber wenn dieser Punkt erreicht ist, was bei einem Call of Duty, auch bei dem Trailer für Infinite Warfare der Fall war, dieser Punkt, wo die negative Resonanz so groß wird, dass selbst bei einem AAA-Spiel mit Millionenpublikum das zu viel wird. Und dann beginnt der Prozess, in dem sich jetzt auch in Zukunft die Spielebranche wieder einsetteln wird, dass man lernt, differenzierter mit diesen Sachen umzugehen. Weil Always On ist auch ein gutes Beispiel, ja. Da ist es der Begriff allein, der ein riesiges Problem macht. Wir sagen, du musst als Kunde immer online sein, um unser Spiel spielen zu können. Und wenn du nicht online bist, dann wird dein Progress nicht mehr gespeichert. Finden die Leute total blöd, ja. Auf der anderen Seite ist es jetzt in der Gegenwart so, dass das geht zumindest vielen von meinen Freunden so, und es geht mir auch ab und zu, dass man sich gar nicht so sicher ist, wie sehr meine Spielerfahrung gerade mit Online-Diensten verwoben ist. Ja? Weil ich bin die meiste Zeit im Internet, wenn ich spiele. Und ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, was passiert, wenn ich mir fällt jetzt kein Spiel ein, aber wenn ich jetzt bei einem UFC oder so, was ich auf der Konsole spiele, wenn ich da ein UFC 3, wenn ich da den Stecker ziehe von einem WLAN, von einem LAN-Dings, was passiert da genau? Gut, ich kann es mir natürlich denken, dann stürzt man Ultimate Team ab, weil man für Ultimate Team, wenn man das dann spielen will, weil man dafür Online-Verbindungen braucht, aber die Kampagne kann ich dann auch irgendwie spielen und so. Aber mittlerweile sind Online und Offline sehr eng miteinander verwoben, oft so, dass der Spieler gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, wie sehr. Und so funktioniert's. So entsteht kein Shitstorm. So bringst du ein Spiel auf den Markt, wo Online-Komponenten drin sind, wo es sowas wie Daily Quests gibt oder diese ganzen Service-Game-Sachen, wo die Leute sich eigentlich gar nicht drüber aufregen, wo niemand hinterfragt, ja, Moment, aber ich will das doch jetzt offline spielen, kriege ich dann meine Daily Quests immer noch, da gibt es immer ein paar. Aber es ist nicht im Ansatz der Shitstorm. Und so wird es eben in Zukunft auch sein, dass diese ganzen Trends der letzten Jahre, DLCs und auch Online-Mechaniken, Mikrotransaktionen für kosmetische Dinge, auch Lootboxen bzw. Mikrotransaktionen für spielmechanische Dinge, die werden halt auf eine Art und Weise integriert in diese Spiele, dass es die Leute nicht mehr aufregt. Da wird eine sehr feine Balance gesucht, eben auch durch so Fiaskofälle wie in Battlefront 2 gewinnt man da Erfahrungen, dass es da keine Probleme mehr gibt. Zum Beispiel solche Sachen wie Timesaver-DLCs. Das ist ja eigentlich auch, du kaufst dir einen spielmechanischen Fortschritt mit echtem Geld. Da regt sich aber niemand drüber auf, weil das dann bei einem Singleplayer-Spiel wie Assassin's Creed nicht die Spielbalance ruiniert, außer du willst es halt wirklich. Also es gibt da keine Online-Systematiken, wo andere Spieler davon betroffen sind oder dir Vorteile kaufen kannst, die andere Spieler nicht haben, die sie aber betreffen. Das heißt, es ist kein Pay-to-Win. Trotzdem ist es ja eine spielmechanische Mikrotransaktion, die aber dann harmlos ist. Da regt sich niemand drüber auf. Und so funktioniert es dann. In Assassin's Creed Origins zum Beispiel, genau. Wo du dir die hochgelevelten Waffen einfach schon vorher kaufen kannst, wenn du unbedingt willst, aber dann dadurch einen
ja, den Nachteil hast, dass du bis dahin auch nicht mehr diesen Spielspaß hast, diese ganzen Sachen freizuschalten. Ja, beziehungsweise, oder? Da kannst du dir halt diese Legendary Weapons, also einige von diesen Legendary Weapons kaufen, die super cool sind und fancy Kram haben, die besser sind als normale Weapons, aber die natürlich im Level trotzdem auf dem Fortschritt skalieren, auf dem du gerade bist. Das heißt, wenn du Level 1 bist, hast du eine Level 1 Legendary Waffe. Das bringt dir ein bisschen Vorteil. Aber nicht so sehr, dass man sagen kann, du ruinierst dir damit die ganze Spielbalance. Wenn du das machen willst, dann kaufst du dir eben diesen Timesaver, wo du die ganzen Collectibles und so weiter dir halt und die Karten dir einkaufen kannst, damit du weißt, wo alles ist, und du kaufst dir XP und sonst irgendwas. Das geht. Ja, wo man vielleicht vor 10 Jahren noch gesagt hätte, was ist denn das für ein komisches System? Aber mittlerweile, durch wie der Markt halt funktioniert, hat sich das eben als so ein kleines erträgliches Übel eingependelt, weil es die meisten Leute nicht mehr betrifft. Und weil man auch einfach sagen muss, es muss sie ja nicht betreffen. Und das kann ich dann wiederum aus einer Konsumentensicht auch verstehen, wenn es dann irgendwie sowas da gibt, dass man da Timesaver kaufen kann für irgendwelche Spieler, die sagen, ey, ich will sowieso nur irgendwie durch die Main-Story durchkommen und ich will da nicht grinden müssen oder sonst irgendwas. Ich will gar keine Nebenquests machen. Ich habe eh nur 2 Abende Zeit dafür. Ja, mei, dann sollen sie es halt machen. Ne? Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da ein Shitstorm gerechtfertigt ist. Aber das ist eben, wie es funktioniert. Ja, die Branche ist da sehr viel wird dann feinfühliger, bis dann der nächste große Trend kommt, wo die Leute merken, oh Gott, da kann man so viel Geld mitmachen. Und dann wird das eben wieder sehr extrem, also sehr ins Extrem getrieben. Und dann regen wir uns auf, dann regt sich die Community auf und dann hört natürlich der Publisher auf uns, ja, wie das sich so gehört. Und dann wird's wieder, dann geht die Welle wieder runter. Ja. Dann hätte ich noch eine abschließende Frage, die du vielleicht teilweise schon beantwortet hast, aber die geht jetzt eher noch weiter in die Zukunft. Wer denkst du, wird denn wirklich für die Zukunft dann die Oberhand gewinnen? Ist das dann der Gameplay-Designer, der Game-Designer oder der Monetization-Manager beim Publisher, der bestimmt, da drehen wir die Schraube zu? Oh, das ist eine spannende Frage. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass am Ende die Lösung eine harmonische sein muss, weil da, wo verbessert werden muss, ist eben an der kommunikativen Schnittstelle. Es ist ja oft so, dass man sagt, ey, die Publisher, die entscheiden über diese ganzen kreativen Sachen im Spiel. Und das führt dann eben zu sowas wie bei einem Star Wars Battlefront 2. Und DICE wird sich doch niemals auf Entwicklerebene gedacht haben, das ist eine gute Idee, unseren Spielfortschritt in einem Shooter in Lootboxen zu verpacken. Das sind doch auch Profis, die haben Battlefield gemacht. Die wissen, wie sowas funktioniert. Ohne da jetzt zu sagen, ob das so ist oder ob das nicht so ist, kann ich auch nicht. Aber da wird dann oft gesagt, das sind die bösen Publisher, die da irgendwie draufdrücken. Und ich glaube eben, dass solche Entwicklungen schon mit der Zeit zeigen, dass man da in einem stärkeren Dialogprozess miteinander umgehen muss. Das ist natürlich noch mal was anderes, wenn das Unternehmen börsennotiert ist versus eben andere Alternativen. Ich bin da ja auch kein Experte für solche finanziellen Management-Sachen. Aber ich glaube, dass es am Ende da kein Stechen geben wird, dass einer den anderen definitiv dominiert. Sondern ich glaube, wenn sie wollen, dass die Leute weiterhin ihre Produkte kaufen, dann wird eben wird das kreative Department mehr Mitsprache brauchen. Und das ist ja letztlich auch das, was bei diesen kosmetischen Sachen und so weiter passiert. Ich glaube schon, dass da einfach Game Designer sich Dinge überlegt haben, die für ihre Community erträglich ist. Und weswegen ja auch ein Blizzard Vorreiter ist für die Overwatch-Lootbox, die ja auch noch, also die ja die kosmetische Lootbox mehr oder weniger geprägt hat oder sogar erfunden hat, neben einigen asiatischen Vorläufern und auch in vielen anderen Service-Games-Dingen sehr, sehr Avantgarde war. Blizzard hat eben in der Wahrnehmung der Leute noch dieses Mittelding zwischen, das sind Entwicklerstudios, die sind aber auch stark genug, um Publisher-Entscheidungen zu treffen. Und da entstehen dann Trends, die Community gut findet, weil viele von den Blizzard-Mechanismen sind eben sehr, sehr beliebt. Und erst wenn andere Publisher sie dann aufgreifen, dann werden sie diskutabel. Damit will ich nicht sagen, dass man die Blizzard-Dinge nicht diskutieren kann, aber so wirkt es eben in den großen Diskussionen in der Gaming-Kultur. Ja, und ich glaube, dass eben am Ende die Harmonie gewinnen muss, damit es funktioniert. Ob das so ist, das werden wir sehen. Ist ja jetzt auch keine große Neuigkeit. Ich meine, auch Counter-Strike hat schon lange Skins und jetzt auch in Kisten verpackt. Team Fortress 2 hatte damals die Hüte. Also ist jetzt wirklich keine große Neuerung, aber doch ein Trend. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr darauf antworten könnt, dann gibt es darauf eine Antwort, nämlich mit eurem Geldbeutel. Also wenn ihr nicht wollt, dass in Zukunft Mikrotransaktionen auch Überhand gewinnen und der Monetization Manager Überhand gewinnt, dann gibt es eine Möglichkeit, da abzustimmen, nämlich das Spiel bzw. den Inhalt nicht zu kaufen. Wenn doch, dann muss man wohl leider damit leben. Das war's dann von uns. Wenn ihr jetzt dazu noch einen Satz habt und uns etwas mitteilen möchtet, dann macht's doch in den Kommentaren. Tschüss!